Sie waren einst bei Phoenix, hatten dort eine verantwortungsvolle Position und sind heute beim, ich lese es mal ab, dass ich nichts Falsches sage, bei der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Wie kommt man von Phoenix zu solch einem Job? Wenn man, glaube ich, ganz erfolgreich gewirkt hat und wenn man die Ziele, die man sich gesetzt hat, erreicht hat und wenn man sich nochmal neue Ziele setzt, dann kommt man dazu, neu nachzudenken und nochmal eine völlig neue Aufgabe wahrzunehmen. Und das ist dann ein, sozusagen nur noch eine technische Frage. Und manchmal ist es dann auch ein bisschen Zufall, wo man dann am Ende landet. Aber ich habe bei Phoenix, glaube ich, ganz erfolgreich wirken können. Reden Sie mit denen ganz lange, stellen ihnen viele kritische Fragen. Und wenn die ausreichend beantwortet werden können und Sie finden, dass das eine reizvolle Aufgabe ist, dann wird man das. So ist das. Hat sich da auch die inhaltliche Frage gestellt für Sie? Absolut, absolut. Also das ist, ich glaube, dass schon erkennbar ist, dass diese Branche schon sehr in der öffentlichen Diskussion ist und dass sie in der Vergangenheit, jedenfalls was die Verbände anbelangt oder die Verbandsarbeit anbelangt, nicht so sehr den Fokus auf öffentlicher Kommunikation gelegt hat. Wir haben aber hier ein sehr komplexes Thema, ein sehr komplexes Themenfeld, was sich zwar sehr leicht emotionalisieren lässt, aber wenn man es genauer betrachtet und wenn man sich ernsthaft damit befassen will, eben doch oft sehr kompliziert ist. Und man braucht schon eine Übersetzung von komplizierten Sachverhalten hin in die öffentliche Diskussion, damit die Menschen auch beurteilen können, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut für mich, was nicht. Aber ein Teil Ihrer Arbeit ist auch Lobbyarbeit. Ja, selbstverständlich. Ich glaube auch, dass das, ich habe mit dem Begriff kein Problem. Es ist eine Interessensvertretung. Wir alle sind irgendwo an irgendeiner Stelle unseres Lebens Interessenvertreter. Ja, irgendwann, wenn Sie jemanden kennenlernen wollen, den Sie in besonderem Maße schätzen und mögen, dann werden Sie Ihr eigener Interessenvertreter dabei, den anderen davon zu überzeugen, dass man selber eigentlich eine gute Partie ist. Und so finden Sie in allen möglichen Lebenslagen Interessenvertreter. Ich vertrete hier die Interessen einer Branche, die die viertgrößte Branche ist in der Republik, die viertgrößte Industriebranche, die einen erheblichen Anteil an Arbeitsplätzen in diesem Land sichert und die, was die Qualität anbelangt, wirklich sehr gute Produkte herstellt, was auch allgemein anerkannt wird. Sie waren ja bestimmt zu Ihrer Phoenix-Zeit gut vernetzt. Wenn Sie jetzt oder heute nicht mehr wahrscheinlich, aber damals bei Ihrem Wechsel wieder Ihren früheren Interviewpartnern gegenübergetreten sind in neuer Funktion, ist das eigentlich schwierig? Ja, das, wenn Sie ein Fernsehgesicht waren, wenn Sie Sendungen moderiert haben, wie ich das gemacht habe, dann gibt es einen speziellen Kreis von Leuten, die einen vorher gesehen haben in der anderen Funktion, die sagen, huch, was macht der denn da jetzt auf einmal? Das ist richtig. Ich glaube aber, dass es gut ist und eigentlich viel notwendiger ist, in anderen Ländern auch viel üblicher, dass man öfters mal einen Perspektivwechsel macht, dass Menschen mal auf eine andere Seite gehen und sich eine andere Seite anschauen, um zu verstehen, warum sind die Dinge so und sind sie so, wie ich sie vermute, oder sind sie ganz anders. Also mir hat es jedenfalls nicht geschadet, was meinen Erkenntnishorizont anbelangt. Und ich glaube, dass die Leute auch langsam akzeptieren, dass ich hier eine andere Aufgabe habe. Welchen Bereich vertreten Sie hauptsächlich? Ist es die Landwirtschaft oder ist es die Industrie? Die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie ist wieder, wie im Namen schon gesagt, die Vereinigung der Unternehmen, die Rohstoffe, Produkte der Landwirtschaft veredeln und zu veredelten Lebensmitteln umwandeln sozusagen. Nehmen Sie mal zwei, drei Namen. Naja, die gesamten Bereich Convenience von der Fertigpizza bis zum von der Milch bis zum Bier, also alles das, was man aus landwirtschaftlichen Produkten herstellen kann. Und wenn Sie eine bestimmte Größe haben, mehr als 20 Mitarbeiter, dann sind Sie in Deutschland Industrie und dann sind Sie jemand, der bei uns Mitglied sein kann. Also es hängt nicht von der Betriebsgröße ab, sondern... Doch auch, also darunter ist das Handwerk. Das Handwerk ist auch eine wesentliche, großartige Aufgabe in dieser Republik. Aber alles, was sozusagen größere Einheiten sind, dann ab einer bestimmten Betriebsgröße, ist dann Industrie. Wo präsentieren Sie denn eigentlich Ihre, außer der Grünen Woche wahrscheinlich, und wo
Sind Sie noch aktiv? Naja, wir sind seit einiger Zeit jetzt auf allen sozialen Kanälen soweit aktiv, in allen sozialen Medien aktiv. Wir machen große Veranstaltungen, wir machen natürlich Pressekonferenzen, wir äußern uns zu verschiedenen Themen, wir machen viele Hintergrundgespräche mit Journalisten, wir versuchen Dinge zu erklären, aus unserer Sicht auch unsere Positionen deutlich zu machen, warum wir für bestimmte Positionen dann auch einstehen. Also wir sind da breit gefächert in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Aber Sie kümmern sich nicht um Dinge wie zum Beispiel diesen Hygienesmiley. Sie vertreten ja keine Restaurants oder... Das ist ein bisschen komplizierter. Es gibt verschiedene Verbände der gesamten Wertschöpfungskette. Es gibt eben einen Bauernverband, es gibt die Handwerker, es gibt den Verband der Händler und so weiter und so fort und eben dann auch den der Industrie. Die kümmern sich jetzt nur bedingt um das Thema Smiley. Es gibt einen Spitzenverband, das ist der BLL, der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde. Habe ich noch nie gehört. Das ist für wahr eine Frage, mit der wir uns auch befassen, warum das so ist. Aber der BLL ist im Grunde derjenige, der für die gesamte Wertschöpfungskette lebensmittelrechtliche und lebensmittelkundliche Fragen diskutiert und auch vertritt. Und dazu gehört eben zum Beispiel der Lebensmittel-Smiley. Das macht der BLL, das macht nicht die BVI. Der Endverbraucher profitiert von unserer Arbeit, dass wir versuchen, ihm eine möglichst breite Palette an Produkten anzubieten, damit seine freie Entscheidung so weit ist wie möglich. Wir werden ja oft, sind wir in der Kritik, weil wir bestimmte Produkte anbieten oder weil in unserem Bereich bestimmte Produkte angeboten werden. Was selten gesagt wird, ist, es gibt zu jedem Produkt auch die Alternative. Sie können sich als Konsument immer frei entscheiden. Sie können sagen, ich will das oder ich will das. Ja, ich will den Schokoriegel oder den Brokkoli. Ich will die Fertigpizza oder ich möchte mir irgendwie ein Reisgericht selber machen. Das ist alles im Bereich einer Verbraucherfreiheit, die wir möglichst garantieren wollen durch ein möglichst vieles oder breites Angebot, das wir den Menschen bieten können. Dazu gehört auch, dass möglichst alle Bevölkerungsschichten auch von einem solchen breiten Angebot profitieren können, dass nicht nur diejenigen, die keine Sorge haben müssen, wenn sie in ihr Portemonnaie gucken, sich eine Vielfalt an Produkten leisten können, sondern es sollen alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit haben, vielfältig, gesund, ausgewogen oder aber auch genussvoll zu leben. Mischen Sie sich auch in den Preiskampf um die Lebensmittelpreise ein, wie jetzt zum Beispiel um die Milchprodukte? Die Butter ist wieder billiger geworden, die Bauern regen sich auf? Nein, ins Marktgeschehen greifen wir nicht ein. Das ist nicht unsere Aufgabe und das ist auch, da ja alle Marktteilnehmer in irgendeiner Weise bei uns mit organisiert sind, wäre das gar nicht sinnvoll. Das müssen die untereinander ausmachen und es funktioniert ja aber ganz gut in Deutschland. Ich bin immer erstaunt, wie viele Leute traurig darüber sind, dass es günstige Lebensmittel gibt. Das können alles nur Leute sein, die in ihrem Bekanntenkreis oder in ihrer eigenen Lebenserfahrung noch nie in der Situation waren, mit einem kleinen Geldbeutel ausgestattet zu sein. Die sind offenbar alle der Auffassung, dass Essen möglichst teuer sein muss. Denn dass Qualität und Preis nicht immer zwangsläufig in einem Einklang stehen, sehen Sie daran, dass es eine Institution seit, ich weiß nicht wie viel, 50 Jahren gibt, wie die Stiftung Warentest. Die belegt mit jedem Testheft, dass Qualität und Preis nicht immer deckungsgleich sind. Und nun komme ich zu einem aktuellen Thema, der sogenannte goldene Windbeutel, der einige Produkte von Firmen, die Sie ja auch vertreten, ist das richtig so, die Sie vertreten? Ja, zum Teil. Oder zum Teil vertreten, heftig kritisieren, mit falschen Angaben und so weiter. Und Sie haben insbesondere Thilo Bode widersprochen, in vielen Bereichen, was diese Vorwürfe betrifft.
Gar nicht mal. Also mein zentraler, ich habe einfach nur eine ehrlicherweise, wie ich finde, sehr profane Feststellung getroffen, nämlich die, dass Foodwatch gerne... Sie haben Foodwatch Plagiat vorgeworfen. Ja, das ist auch eins. Also wenn sich Institutionen, die eben nicht dem Boulevard der NGO-Szene angehören, sondern die ernsthaft interessiert sind an Diskussionen wie zum Beispiel VZ, Bundesverband Verbraucherzentralen. Organisationen, die dieses Finanzierungsmodell hat, wie es Foodwatch hat, durchaus verständlich. Deshalb sage ich ja auch Boulevard, wenn sie keine andere Finanzierung haben, als die durch eine besondere Art von Aufmerksamkeit am Ende Spendengelder zu generieren. Wenn das ihr Finanzierungsmodell ist, ist verständlich, dass sie dann in besonderer Weise marktschreierisch vorangehen. Aber das ist deshalb noch nicht richtig. Nicht jeder, der irgendwie eine Idee verbreitet und sagt, dass er es in guter Absicht tut, handelt damit schon richtig. Aber der Verbraucher, kann sich der Verbraucher selbst an Sie wenden, wenn er irgendein Problem hat, oder sind Sie keine Anlaufstelle? Eigentlich sind wir dafür keine Anlaufstelle. Dazu muss man wissen, dass die meisten Unternehmen unglaublich viel Geld und Manpower in Kundenbetreuung und Kundendialog stellen. Also sie bekommen eigentlich zu jedem Produkt, das es auf dem Markt gibt, auch einen entsprechenden Ansprechpartner in der Wirtschaft, nämlich bei den Produzenten. Da ist es auch besser aufgehoben. Das können wir gar nicht leisten. Aber es findet ein riesiger Kundendialog statt. Wir wissen sehr viel darüber, was die Kunden wirklich interessiert und wo die Kunden ein Problem haben, wo sie kein Problem haben. Deshalb stellen wir oft fest, dass das, was öffentlich diskutiert wird, nicht zwangsläufig deckungsgleich ist mit dem, was die Verbraucher tatsächlich im Kundendialog mit den Firmen interessiert. Herr Minhoff, ich bedanke mich vielmals. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Danke.